Willkommen zurück zu Let's Play Gerahim Warriors. Yay! Yeah. Wir haben eine 8-Bit-Waffe erhalten, die wir schon tausendmal gesehen haben, weil wir schon ganz viele andere Gerahims hatten, die mit dem Pfeil gekämpft haben, aber soll's. Ja, aber jetzt haben wir so. Wir können uns Gerahim nochmal in all seiner Glanz anschauen. Ja. Dieses Mal war es auch nicht ganz so schwierig, diese Mission hier mit Arang abzuschließen. Ja. oh Wunder, Lang Stufe 191. Ja. Oh, also ein Pfeil. 8-Bits, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, ganz viele Waffen, die wir nicht brauchen. Wir haben schon wieder Imperatorspanzer. Juhu, außerdem mehr Kram als beim letzten Mal. Ja. Mehr einzelner Kram. Mehr einzelne Silber-Items bekommen. Sehr schön, sehr schön. Ja. Und dann geht's jetzt weiter mit einer Flötenmission, wie es aussieht. Jo. Irgendwas für Imper. Können wir schon wieder einen Kompass benutzen, aber wir brauchen ja auch keine mehr, die wir aufheben müssten. Eben. Ja, dann. Gerahim, push! Ja, Gerahim, push! Ja, weil diesmal war es ja eine Belohnung, die wir suchen mussten. Entsprechend mussten wir diesmal sich auch schieben. Begrenzung auf Imper. Ja, besiege 700 Feinde in 10 Minuten. Oh, mein Gott, ganz was Gefährliches. Ja. Dun dun. Vor allem Grenze für Imper. Das ist eigentlich das größte Problem. Ja, das könnte ab und an mal ein Problem werden. Mit dem mal wieder Großschwert, oh Gott. Da wir ja hier hauptsächlich so Exalfos und so haben, habe ich mir gedacht, warum nicht? Ja, das stimmt wohl. Wen hatte ich nochmal mit einer Duell-Drachenwaffe? War das noch Fei auf jeden Fall. Und Shaik sollte auch eine haben, glaube ich. Wenn Shaik denn noch eine hat, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall keine seiner stärkeren Waffen scheinbar. Vielleicht haben die auch irgendwann mal entleert. Das soll mal gut sein. Haben wir Fei Duelldrache. Ja, ich nehme einfach mal ihr Duelldrache. Wir kämpfen. Hier schon wieder. Mein Gott, das ist lange her. Ja. Ja, dann Schlacht beginnen in Dodongos Höhle. Eigentlich ist der Vulkan doch schon eine Weile her. Ja, das stimmt. War, glaube ich, nur ich, der den letztes Mal gespielt hat, weil hier eine Rasereimission drin war, die ich mal wieder einfach gespielt habe. Um das auszuprobieren. Ja, nehmen auf jeden Fall nicht so viel Schaden, wie ich mir das erwartet habe, aber ich schätze mal schon, dass ich Bonusschaden mache. Ja, solange es hilft, ne? Schon ganz 50 aus. Dann gehen wir da immer zur nächsten Truppe. Ich hab jetzt auch 50. Die da oben rumblinkt. Weil die Spezialattacke alleine, der Kombo-Finisher gerade volle 12 Kills in einem geholt hat. Manhandler und Lana sind zusammen gespawnt. Und ja, gut, die Manhandler läuft ja bald weg. Manhandler zeigt ihr. Ihren Kern, wieso läuft die bald weg? Ja, die würde auch zu mir laufen. Achso, das meinst du. Ja gut, wir müssen ja sowieso töten, ist ja Raserei. Also das ist ja keine Raserei, ist 700 Feinde in 10 Minuten. Achso? Du musst ja nicht töten. Es ist keine Raserei-Mission. Oh, ich bin irgendwie die ganze Zeit gerade von Raserei ausgegangen, aus irgendeinem Grund. Ja, deshalb droppt auch keine Magie. Ups. Ja, ist einfach nur töten 700 Feinde in 10 Minuten, so ganz oldschool. Jetzt habe ich angefangen, meine Hand anzugreifen, ne? Also es würde wahrscheinlich eine Weile brauchen, sie komplett zu erledigen, weil mit nicht so viel Schaden sich gerade. Ist halt keine Raserei-Mission, wo die darauf ausgelegt sind, schneller umzufallen. Ja, unpraktischerweise. Dann kämpfe ich halt nicht gegen die See. Ja. Sondern gehe lieber auf die einzelnen Gegner, die hier vorne noch sind. Hallo Lana. Sie kommt ja sowieso zu mir gelaufen. Kann es sein, dass das auch eine Copy-Pasta von der Mission ist, die wir schon gespielt haben? Ja. Weil ich bin mir ziemlich sicher, das war, glaube ich, sogar die allererste dieser besiege Feinde unter 10-Minuten-Mission, die wir gezeigt haben. Ja, nur dass da ursprünglich, glaube ich, keine 700 waren, sondern weniger. Das mag sein, aber es war auf jeden Fall auch eine Lane, die am Anfang gespawnt ist, und immer ein Handler zusammen. Ja, und dann danach eine Impa, die da gespawnt ist und überall Dinodorus und so, ja. Das war die Mission, in der ich das erste Mal verwirrt war, wie man das denn schaffen soll, wenn man die ganzen Gegner besiegen muss. Ja. Das ist wieder Copypasta. Nur wie gesagt, diesmal soll ich mit einer höheren hole so und so viel Kills-Dingen. Na gut, dann höre ich lieber auf Unfug zu machen und greife die Gegner mit an. Auf jeden Fall eine neue Mannhandler, die zweite Mannhandler ist immer noch zu mir gekommen. Die werden wahrscheinlich alle zu dir kommen. Ja, aber die ist auch quasi direkt vor mir gespawnt, von daher, deshalb bist du auch schon da. Ja gut. Mannhandler brauchen immer so lange. Wollte gerade sagen, das ist ja nicht ungewöhnlich, wenn sie direkt vor dir dann auftauchen. Ja. Ich folge mal der Mannhandler da vorne, weil auch Gegner in der Nähe sind. Und dann Dinodorus. Ich bin schon bei 171. Ich bin bei 194. Ja, das will man von einem Großschwert erwarten. Mannhandler, was machst du da komisches in meinem Rücken? Fahr deine Köpfe ein, ich bin gerade dabei, Dinodorus anzugreifen. Hallo Impa, tschüss Impa. Ihr habt besseres zu tun, als Impa zu verprügeln. Ja, ich kümmere mich auch wenn schon dann nur um Dinodorus.
mich um den ganzen Rest. Das ist ein linkes Gesicht geworden. Link plant etwas. Er muss schnell besiegt werden. Aua, jemand hat mir in den Rücken geschlagen. Frecher. Wie kann sie es wagen? Wie kann sie es wagen, dich anzugreifen? Ich bin Fei, der Schwertgeist. Vor allem bist du Spieler 2. Spuckt die auch noch. Ja, weil ich sie geaggrot habe, greift sie nicht an, aber... Danach dann nicht einfach weiterzugehen und ihrer Dinge zu einfach zu walten, sondern wirklich bei mir zu bleiben, das finde ich schon dreist. Ja, ah ja, jetzt so. Bin ich weit genug weggegangen, jetzt geht's zu dir hin. Das ist nett. Ja, das ist okay. Dann kann ich hier vorne den Dinodorus umdrehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Falls den Dinodorus umgedreht. Und wieder Gegner angreifen. Der Feind wurde besiegt. Ich beginne mit den Vorbereitungen fürs immer noch weiter Gegner abschlachten. Ich hab einen Transportsoldat, vielleicht hat er Magie dabei. Komm her, Transportsoldat. Ich bin bei 240. Also 259. Wir sind relativ langsam. Ja. Muss man sagen. Ja, du hast halt nicht Lanky Lang. Ich hab nicht Lanky Lang, ne? Er hatte wirklich Magie dabei. Magie! Jetzt ist es doch eine Raserei-Mission. Bam, badam. Und ein paar Adlana besiegt. Ja, da ich ja sowieso hier oben stehe und warte, dass die Mahandas hier irgendwann mal ankommen, habe ich mir gedacht, warum nicht? Hier sind hier oben null Gegner übrig, von daher verziehe ich mich jetzt hier auch tatsächlich. Ah, mein Hand hat mir in den Rücken geschossen. Klingt sinnvoll, aua. Während ich an ihr vorbeigelaufen bin, hat tatsächlich einfach ihre mit allen vier Köpfen einen Schussangriff gemacht. Der macht leider auch übel viel Schaden, wenn er auch nicht trifft. Ja. Der hat nicht voll getroffen, sondern trotzdem ja, sind drei Gegner in der Schaden. Umgebung. Verdammt, wenn ich Auslauffinisher vom Kills damit machen kann. Ich kenne Gegner aufgetaucht sind, die ich erledigen konnte. Hier oben sind schon viel zu moral erhöht, das Viecher. Dann sterben wir mal schnell genug. Und Schwertattacke! Eine Verstärkung erhalten. Eine Zelda, außerdem eine weitere Handler. Zelda plant etwas, muss schnell besiegt werden. Nee, lieber nicht, ich bin Lichtelementar, da ist das nicht so effektiv. Ja. Okay, boom. Lebt er noch? Lebt noch. Jetzt lebt er nicht mehr. Feier hat den Dinodorus besiegt. Ich geh mal zu lang. Die normalen Gegner oben lang und töten. Mach das. Uah, hier vorne ist eine Pflanze. Dekoranja, stirbt. Außerdem mal lang. Girl Schweiß lang. Ja. Eigentlich will ich keinen Bumerang drauf werfen. Wo ist mein Boden? Wo ist mein Boden? Ich komm aus dem Boden raus. Das ist ja herrlich hier. Ja, ich mach mal eine Spezialattacke lang. Spezialattacke! Da kommt nochmal Handler Richtung Tür gelaufen, dann geh ich mal wieder. Wenn die mal Handlers kommen, dann gehen wir. Der Jörg! Wenn du meinst lang. Ja, tschüss, mein Handler. Ich geh da mal hier unten hin. Weil da braucht er lange hin, um hier hinzulaufen. Und ich hab noch einen Dinodorus gefunden. Ich bin bei 380. Und bei 341 und damit hab's auch. Bei 314. Mission erfolgreich. Du hast 700 Feinde besiegt. Hurra. Das sollte schnell genug gewesen sein. Hoffentlich. Sieht aus, als hätten wir unser Ziel erreicht. Ja, so schwer war es ja nur auch nicht. Nee, das war mittelmäßig kritisch. Ja. Fling. Ray. Na, sowas. Obwohl ich diese Mission völlig falsch verstanden habe am Anfang. Aber naja, Raserei und Töte 700 Feinde in 10 Minuten ist fast das gleiche. Fast. Ohne die Magie halt. Ja. Fliegen aus dem Herzen hier halt, außerdem mit deutlich weniger Feinden. Ja, mit deutlich weniger. Ein Sieg für das Großschwert. Man durfte es mal wieder sehen. Ja, nachdem ich es das letzte Mal mit vielen Fehlern benutzt habe. Um es mal so freundlich auszudrücken. Yay, wir haben eine neue Flöte bekommen, die wir nicht mehr brauchen, aber hey. Ja, außerdem ganz viel Müll. Und Müll. Vor allem auch die Waffen waren ganz viel Müll. Ja, gut. War auch nicht die kritischste Mission, für die man jetzt die besten Belohnungen erwarten sollte. Ja. Und noch eine einzige Mission. Ja. Normale Mission zumindest. Da brauchen wir mal wieder Eispfeile, haben wir auch 5 von. Ja. Belohnung freigeschaltet. Wir brauchen... Begrenzt auf Girahim, damit man kriegt aber die Sternwaffe für Fei. Das macht Sinn. Ja, außerdem gegen Link und Fei und Sheik. Sheik, naja. Ja. Von daher bin ich mit meiner Dunkelheit auch schon mal ganz gut. Gegen Link und Fei. Ja. Ich glaube, die Dunkelheit ist da sehr, 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 sehr praktisch. Ich könnte natürlich die Pfeil 8-Bit-Waffe nehmen. Könntest du. Ich nehme Zanto. Zanti, Zanta. Säbel der Düsternis. Säbel der Düsternis. Säbel der Düsternis oder Säbel der Düsternis? Der hat irgendwas Gutes, glaube ich, zum Freischalten. Nehmen wir den. Wir kämpfen im Siegelhain. Naja gut, geht ja auch um Falls 8-Bit-Waffe. Ja, eine Wasserfee, eine Wasserbarriere. Klingt soweit ganz standardmäßig. Wobei, da würde es eigentlich mehr Sinn machen, wenn wir nicht im Siegelhain, sondern im Wolkenhaut kämpfen. Aber naja, ich gehe direkt mal zu der Fee hoch. Siegefall zusammen mit Volga. Cool aus.
Was auch immer die beiden miteinander am Hut haben, machen wir schon mal irgendwie. Erstmal haben wir vorne Sheik. Sheik, hinterlass mir Kunai! Weil benötigt scheinbar keine Ruhepausen. Riesen Santo! Santo-Finisher! Wupp! Material erhalten. Außerdem ein Fanghaken! Mond! Und nebenbei Riesen Santo! Und ein Mahamatsu-Tackel wurden gesichtet. Drecksviecher. Eine scheint in meiner Nähe zu sein, kann ich nicht. Aber sie haben verschiedene Orte auf der Karte. Ja, Laserattacke, hallo Volga, was machst du denn hier? Okay, Link ist schon mal fast tot, weil ein Finisher. So, Sheik sollte jetzt tot sein. Aber weil so, Sheik Lang ist tot. Weil Sheik rückt vor, da gerade steht, kann Sheik scheinbar gerade nicht sterben. Jetzt ist Sheik tot. Und so, Material erhalten. Dann schön. Renne ich mal da unten rechts in die Ecke, um mal die anderen beiden Mannhandler zu töten. Du hast ja die eine Mannhandler bei dir. Wumm, so, Mannhandler erledigt. Riesen Santo Stampf, Stampf. Spezialattacke, weil das so ein riesiger Gegner-Mob, der in unser Hauptquartier rein will. Schleudern dann wie die erstmal wieder so ein bisschen aus dem Hauptquartier raus. Oh, dann rotieren wir erstmal wieder eine Runde. Boah, das hat ganz gut funktioniert. Autsch. Dieses verdammte Bombardement. Ich wollte sagen, wir sind vom Bombardement getroffen. Okay, hier unten ist nur eine, ist die andere bei dir da oben in der anderen Festung. Santo hat erstmal die Osttempelhalle erobert und hier vorne die dritte eine Fährhalle. Weiter links. So, dann gehe ich mal kurz darüber, da blinkt auch noch immer irgendwas. Ja. Vorne ist auch ein Frostnachtschirm drin, ja, da sehe ich auch schon das Tentakel. Fehltes Wasser, wurde von dir befreit, ja, sehr schön. Dann gehen wir die nochmal töten hier vorne, die Gegners. Oh, er macht irgendwas Großes. Dann finishen wir den da. Oh, ich konnte ihn nicht finishen. Meine Leiste zu schnell eingezogen. Warum macht nur ein Ende bereitet, das ist immer das Schönste, was man lesen kann. Wohl wahr. Gegner despawnen wieder in meinem Gesicht. Das passiert schon mal. Ja. So, jetzt kann ich mich um die kümmern, die im unserem Hauptquartier rumstehen. Ich habe gedacht, wenn du schon mal in so einer Festung drin bist, kannst du sie doch mal eben einnehmen. Ja, warum nicht, ne? Ja. Nochmal Spezialattacke. Wenn du für meinen Handler schon extra da ganz unten rechts hinläufst. Oh, Festung eingenommen. Und den Frostnachtschwärmer nebenbei nochmal eine Menge Schaden gemacht. Stimmt, Frostnachtschwärmer. Obwohl, ich wurden auch Frostnachtschwärmer. Und tot. Finisher. Irgendwo war hier eben auch noch ein Gipfel. Ich hätte das so nebenbei gestorben, wenn ich gekämpft habe. Das würde mich nicht wundern. Oder läuft er da vorne? Ne, da vorne läuft er. Schlippgipfel. Oder sogar ein Flammengipfel, ganz was Gefährliches. Ja, hier war neben dem Frostnachtschirmer war noch eine Nimbus-Garde mit dabei. Die ist einfach so nebenbei mal umgekommen. Dann gucken wir mal, dass wir die West-Tempel-Halle einnehmen. Rundum-Attacke. Oh, ich hab ein paar Fanghaken. Außerdem habe ich scheinbar auch ein Power-Up-Bogen, weil sie nicht alles hatten. Das ist einfach alle Power-Ups. Also nicht alle, aber... Viele. Viele. Und ein Silberhuhn wurde gesichtet. Nicht das Silberhuhn. Nicht in der Festung ganz unten links. Ja, wollte ich eigentlich als nächstes hin. Natürlich halt ein paar freie Gegner, die in der so Gegend rumlaufen. Wie diese Nimbus-Garde, die Richtung unseres Hauptquartiers läuft. Festungskommandant wurde gesichtet. Der Festungskommandant und stirbt durch meinen Angriff. Santo hat die West-Templar erobert. So, wir können noch theoretisch schon den Feind im Hauptfeldmarschall töten, aber wir brauchen noch einiges an Kills. Ich hab nicht mal 300. Ich hab 410. Was für den Material erhalten? So, ne, dann komm ich mal nach da unten hin, wo du da so kämpfst. Wie das? Dann werden wir noch einiges töten müssen. Jo. Gab's irgendwelche anderen Belohnungen, die wir finden müssen? Wir haben einen Herzcontainer für mich. Ein Herzcontainer? Ja. Joach, der wird wahrscheinlich da unten irgendwo versteckt sein. Vermutlich. So, ja. Ich vermute meine Elementarbarriere. Das kann gut sein, ich habe ja die Feder hier. Ja. Jetzt, ja, das Silberhund hat sich sowieso zurückgezogen. Jetzt würde ich da unten um die Feste kümmern, dann gehe ich noch vorne zur Elementarbarriere. So. Ich töte nur, wie gesagt, noch hier so ein bisschen in den Pulk rum, die halt auf unser Hauptquartier zulaufen, weil. Außer das Silberhund direkt in der Festung, dass der ist gerade rausgeflohen ist, wieder gespawnt. Mal wieder der übliche Unfug. Na, wie richtig sinnvoll. Totemattacke, wump! Ich bin mir ziemlich sicher, deine Leiste gerade auf 0 reduziert zu haben, lieber Dark Nuts, aber dann halt nicht. Ja. Dann töte ich dich halt mit stinknormalen Angriffen, wenn du das lieber hast. Dann wird die Nimbus gerade getötet. Yay. So sind wir auch schon 500 Kills. Hier einfach vorzustehen, hat mir jetzt schon weit über 200 Kills gebracht. Praktisch. Vor unserem Hauptquartier, das ist einfach ein riesiger Pulk. Jetzt ist noch ein anderer riesiger Pulk in unser Hauptquartier gelaufen. Rotier. Noch zwei Nimbus-Garden.
Und Kiste! Wer hätte es erwartet, du musst sie öffnen. Ja, da habe ich gar nicht gerechnet. Jump-ba-da-da-da. Ich habe mein erstes Viertel erst Schaden genommen. Oh Gott. Ja. Sieg des Silberhuhn? Nein, warum sollten wir? Weil das eine Mal tatsächlich doch die Musgar ihr Schwert weit genug geworfen hat, um sich zu treffen. Es ist Fei! Oh nein! Was sollen wir nur tun? Ich kann es dir nicht sagen. Rundum attacken! Natürlich die Kirze von dem feindlichen Hauptquartier sammeln, bevor wir Fei attackieren. Und Rotierattacke! Rotier, 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 Rotier. Ah, 587. 600. Und haben wir es jetzt gleich auch. 579. Ist auch alles Ungefährliches aus unserem Hauptquartier raus. Das ist sehr schön. Außerdem Riesenzanto. Boom. Dann zähle ich jetzt einfach schon mal 3, 2, 1. Ja. Kiste. Wenn Girim aufhören würde, die Kiste anzugreifen. Danke. Und wir finden in dieser Kiste, während Fei gerade sinkt. Oh Gott, das ist der Herzcontainer. Den angekündigten. Ja. Damit habe ich auch wieder nicht gerechnet. Niemals. Damit hat er sein erstes Herz an der dritten HP-Leiste. Ja, dann kann ich ja jetzt Magie anmachen. Kannst du. Voraussetzt, wir haben genug Kills. Kannst du das? Wir haben genug Kills, haben wir eben schon festgestellt. Ich bin bei 6,17. Ich bin bei 6,16. Ja, dann haben wir wohl genug Kills. Das sollte es gewesen Zanto sein. Zanto Finisher, ja. Dunkelheit doppelte sogar gegen Fei. Ist naja. Ziemlich brutal. Ziemlich brutal, ja. Und Feuer Volga meint, er müsste sich jetzt einmischen, obwohl er überhaupt nichts getan hat. Außer ja. Irgendwo am Anfang mal merkwürdig neben mir zu stehen und nichts zu tun. Aber das ist übliche, was unsere Hauptleute so tun. Ja, jetzt darf leider. Girahim noch eine 8-Bit-Waffe einsammeln. Gute Arbeit, Girahim. Ja. Und. Seine versiegelte Waffe. Yay. Das heißt, Fei kann sich in ein 8-Bit-Schwert verwandeln, während sie jetzt. Boom! Magie aus der Finisher. Bellyflop. Während sie jetzt kämpft und angreift. Ja. Aber sonst tut sie immer noch ganz normal aussehen. Ja. Wahrscheinlich die beste 8-Bit-Waffe, wenn man sie kaum sieht. Wohl wahr, wohl wahr. Pling! Arang, nur sowas. Yay! Und Silberpfeil 8-Bit. Im Gegensatz zum stinknormalen Pfeil bei Girahim. 8-Bit. Ja. Die beiden passen echt gut zusammen. So, 0-0-0. Richtig tolle Waffen. Noch mehr Müll und noch mehr Müll. Ja, ist doch schon mal gut aufgeräumt. Wo kann sagen, das kann auch noch weg. Das ist ja alles ganz toll, was Girahim da hat. Ja. Ein Schicks Kunai und ansonsten ganz viel Müll. Kunai. Dankeschön. Mehr Schicks Kunais. Ich freue mich immer, wenn wir die kriegen. Und Darunias Borsten, aber davon kriegen wir in letzter Zeit überhaupt keine. Ne, wir haben schon ewig keinen Darunia mehr gesehen. Ja, dann haben wir es wohl geschafft. Haben wir nur noch eine einzige, letzte, finale Mission vor uns. Für die Lang benutzt werden muss. Ja. Das wird ja schwer. Begrenzt auf Lang. Na dann, auf in die Schlacht. Dun, dun. Wir finden immerhin noch einen Herzcontainer scheinbar. Wohl wahr, und empfohlen ist außerdem auch das Feuerelementar. Naja, nehmen Postbot? Wir mal... Ich könnte mal wieder Postbote nehmen, schon lange. Schon ewig her. Da unten ist der Briefträger. Naja, ne. Und dann nehmen wir mal... Ach ja, nehmen wir mal den Feuerstab, ist ja auch eine Weile her. Ich wollte gerade sagen, nimm nicht die große Fee, bitte. Ja, ja klar, nehmen wir den mit 5 Sternen. Klingt sinnvoll. Ja. Ja, dann schnapp ich mir das Wasserelementar dagegen. Ja, komm, was soll's. Nein! Nein! Weil ich will den Stab benutzen. Nein! Bleiben wir noch beim Horror-Kid-Outfit mit der legendären Waffe. Und die letzte Mission beginnt mit einer Schattenbarriere, einer Fee. Okay. Okay. Du kannst dir die Fee holen, ich kämpfe hier oben. Mal schauen, was hier unten auf ist, wieder alles direkt vor meinem Spawn los ist. Wer nichts Ungewöhnliches. Eine Krabbelmine. Ach ja, ich sehe so schön aus. Wenn diese Krabbelmine jetzt auch noch spawnen würde, die genau da sein sollte. 3, 4, Dekublatt. Vorhin kommt eine Route auf mich zu, wo ich das Feuerelement habe. Und da vorne ist auch schon eine der Krabbelminen, dann gehe ich die doch direkt mal erledigen. Meine ist immer noch nicht gespawnt. Jetzt ist meine gespawnt. Ja, meine ist jetzt auch gerade erst gespawnt, aber ich habe es halt auf der Karte gerade schon gesehen, deswegen habe ich mir gedacht, gehst du mal hin. Ja. Außerdem greift mich währenddessen Frost Nachtschwärme an. Freche Viecher. So. Krabbelmine ist kaputt. Nein, du brauchst auch gerade ein kleines bisschen. 1, 2, 3, 4, Dekublatt! Und tot. Die Frostnachtschwärme sind immer noch an deinem Arsch. Meine Güte, geh doch weg von mir. Du hast noch nichts Besseres zu tun, ne? Dekubom-Attacke! Bada-bam! Tot.
Die Kabelbinde bewegt sich Richtung Hauptquartier. Und badam, das war Nummer 2. Ja, ich gehe schon hin. Riesige Drachenattacke! Die Krabbelmine meint, in unsere Richtung krabbeln zu müssen. Und krallen wir uns halt die Krabbelmine. Du hast die Ruhe droht zu fallen, oh nein! Die Moral eines teils ertrunken von Zelda. Ja, 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 ist ja. Steig wegen mir. Wunderschön. Ja. 1, 2. So. Da verteidigen wir mal Schloss Hyrule, wenn schon droht zu fallen. Und unserem, ja. Und die Moral unserer Leute ja nur fallen würde, wenn wir die Fessen verlieren. Das ist wahr. Ich werde die Westklippenfessung währenddessen mal hier vorne einnehmen, weil die Krabbelmine mich ja mehr oder weniger gerade reintransportiert hat, als ich sie verfolgt habe. Ja. Spezialattacke übrigens, deshalb wird die Krabbelmine nicht bewegen. Die Krabbelmine ist eh schon weg, okay. Aber vor allen Dingen ist der Frost-Nachtschwärmer einfach vor der Festung stehen geblieben, der mich gerade verfolgt hat. Und bei dem war ein normaler Nachtschwärmer. Du hast bestimmt gleich noch irgendwo eine geheime Krabbelmine, das heißt, wir müssen mal die Augen drauf halten. Ja, falls irgendwo irgendeine Krabbelmine loskrabbelt. Ja. Und meint uns die Mission versauen zu wollen. Ja, das wäre jetzt beim Bekämpfen den Dämonenkönig doch eher schlecht. In der Tat, ja, in der Tat. Ja, meine Kiste, die ich nicht öffnen kann, also hier ist auf jeden Fall schon mal dein Herzding drin. Ja, mein Herz könnte das schon. Ich hatte jetzt irgendwie fast damit gerechnet, dass da die da an so einer komischen Stelle ist, könnte es vielleicht der Bossschlüssel sein, aber dann wird der Bossschlüssel wohl in der Elementarbarriere sein. Ja, das würde Sinn machen. Ist er ja eigentlich immer hier in diesen Missionen. Ja. Oh, und da vorne haben da wir. Da ist noch die Krabbelmine auch schon direkt hinter dir. Mistige Krabbelmine. Ich schicke hier gerade ein paar Deko-Bombe durch. Und dann wird die Krabbelmine jetzt von mir angegriffen. Eins, zwei, drei. Hallo Ruto, jetzt wollen wir doch mal schauen, was Level 191 Link mit einer nachteiligen Waffe gegen dich macht. ja, ne? Nachteilige Waffe? Stimmt, eine nachteilige Waffe. Ja. Aber immer noch ein Link halt. Ja. Also es gibt ja keine du machst ja nicht weniger Schaden, wenn du Leute angreifst und so. Das ist ja alles noch okay. Das ist wohl wahr. Aber ich würde sagen, wir schauen erst beim nächsten Mal, wie schnell du Ruto richtig töten kannst. Wir haben jetzt 500 Punkte Schaden. Bis jetzt sieht nur alles im grünen Bereich hier aus für uns. Ja. Ja, also bis zum nächsten Mal, wenn wir die Master Quest Karte vermutlich endgültig abschließen werden. Bis dahin, see ya! Aloha!